Digga, das Video hat gar keinen Spaß gemacht. Die Trends bei den Mädels sind ehrlich noch abgefuckter als bei uns. Mein Name ist Kyla Shikes und TikTok hat einen weiteren Mikrotrend ausgekackt. Neben der That Girl Ästhetik und der Vanilla Girl Ästhetik haben wir jetzt auch noch die Clean Girl Ästhetik. Wie unterscheiden die sich? Kaum bis gar nicht. Aber die Clean Girl Ästhetik kommt mit einer weiteren teuren Trinkflasche, damit du diese teure Trinkflasche austauschen kannst, für die du diese teure Trinkflasche ausgetauscht hast. Also lauft nicht, sondern rennt zu Trinkflaschenfachverkäufer, um nicht zu verpassen. Heute soll es um die Clean Girl Ästhetik gehen. Warum sie doch kritischer zu betrachten ist, als ich erst dachte. Und ob Kyla Shikes trotz schlechten Videos mit ihrem Clean Girl Benching trotzdem ein bisschen recht hatte, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Clean girl aesthetic, sad girl aesthetic, downtown girl aesthetic, rich girl aesthetic, soft girl aesthetic. This is how you're gonna achieve the clean girl look in 2024. Clean girl is out, mob wife is in, here's what this means. It just doesn't make sense that every 14 working days or so, there's a new aesthetic that has a name, a term, a look, a vibe around it, but no personality, no personality, no personality. Wenn du sagen würdest, ja, das ist meine Persönlichkeit drin, dann ist deine Persönlichkeit beige. PAQ presents. Welcome to this episode of Jeremys kulturelle Observation. Heute mit dem Thema Clean Girl Ästhetik. Und starten wir gleich mit der uninteressantesten Frage in das Video rein. Was macht die Ästhetik aus? You know those girls that always look clean? Their skin is always glowing, their lips are always glossed. And they never ever look like they're wearing too much makeup. We may not be them, but here's how to get their look. Wir haben No-Make-Up-Make-Up, wir haben Goldschmuck, wir haben eine Slickback-Friese. Yo, ihr hängengebliebenen YOLO-Goofies. Haha, der Papa war gestern beim Friseur, ich weiß nicht, sieht man's? Wir haben minimalistische Outfits, weißes Top, hellblaue Jeans, Axe. Aber es ist nicht nur eine Ästhetik, es ist ein Lifestyle. Denn clean ist auch die Ernährung. Wir haben Matcha, wir haben Quinoa-Bowls, wir bleiben hydrated aus unseren Stanley-Cups. Saubere Mädels stehen früh auf, machen ihr Bett, ziehen sich laut dieses 75 Cent teuren PDFs, das ich nicht gekauft habe, einer 6-Step-Skincare-Routine, gehen zum Pilates, schreiben ihr Journal, machen Selfcare und der Tag wird dann ausgeklungen mit einer weiteren 7-Steppigen Skincare-Routine. Und ja, das ist ganz schön viel. Also sowohl Geld, aber auch Zeit, die in so einen einfachen Trend investiert werden muss. Und da kommen wir auch gleich zum allerersten Problem. Weil dass die Clean Girls fantastisch aussehen, das steht, glaube ich, außer Frage. Und du wirst mich auch nie jemanden kritisieren hören, der versucht, durch Sport und Selfcare sein Leben besser in den Griff zu bekommen. Aber dafür braucht es keinen Trend. Man könnte fast sagen, die Clean Girls sind einfach in eine Marketingfalle getappt. Sie haben eine Box gefunden, die gefüllt ist mit Stanley Cups, Brandy Melville Kleidung, Goldschmuck, Pilatesstunden, AirPod Pros, Taylor Swifts Diskografie und teurer Skincare und haben sich da reingelegt, es sich gemütlich gemacht und patsch die Tür zugeschlagen. Und leider haben sie sich damit so ein bisschen selbst auf einen TikTok-Trend reduziert. Und dann ist es wenig überraschend, dass man besonders dünnhäutig auf Kritik an der Clean Girl Ästhetik reagiert, weil man diese eben nicht nur als Kritik an der Ästhetik, sondern gleich an der eigenen Identität wahrnimmt. Und das macht diesen Trend bei all denen, die wir bisher auf diesem Kanal schon hatten, dann doch besonders, weil er nochmal diesen Schritt weitergeht. Und um das zu veranschaulichen, muss ich mich ein weiteres Mal selbst zitieren hier. Weil vergesst nicht, Freunde, ich habe genau einen Take und auf dem wird dieser ganze Kanal hier aufgebaut. Das bist du. Das ist all das, was dich zu dem macht, was du bist. Hier hast du deine Hobbys, deine Lieblingsmusik, Filme, Influencer und so weiter alles. Hier hast du deine Familie und wie du aufgewachsen bist, deine Freunde, hier deine Erfolge, deine Stärken, Schwächen. Einfach alle Einflüsse, die deinen Charakter geprägt haben. All das bist du und basiert auf all dem entwickelt sich dein persönlicher Stil. Die Kreise überschneiden sich in manchen Punkten mehr und in manchen Punkten weniger. Nun werden von der Industrie regelmäßig neue Trends gepusht und je nachdem, wie die Überschneidungen sind von meinem aus der Nase gezogenen System hier, springst du halt mehr oder halt weniger auf diese Trends an. Zum Beispiel, vielleicht heißt du Lisa und hast eine große Schwester, die dich damals auf ihrem Nokia 3310 hat Snake daddeln lassen. Dann ist natürlich kein Wunder, dass sie bei Y2K einen dicken Nostalgie-Kick bekommt und sehr positiv auf diesen Trend reagiert. Aber gleichermaßen kann es natürlich genauso sein, dass du Dennis heißt, dein Pfingsten auf Sylt verbringst und nach dem Abi-IB an der Goethe-Uni in Frankfurt studieren möchtest. Da stehen die Chancen dann relativ schlecht, dass du dir den Opium-Trend ansiehst und dir denkst, da sehe ich mich. Gib mir ein All-Black-Outfit und ein paar Geo-Baskets und ich nehme dir damit McKinsey auseinander. Ausgeschlossen ist natürlich nichts, aber ihr versteht, was ich meine. Zum Problem wird das Ganze aber erst, wenn sich ein weiterer, tumorartiger Kreis parallel zu dem schon existierenden Fashion-Kreis entwickelt, der auch Fashion-Dickfett in der Mitte stehen hat. Dieser Kreis hat allerdings keine Überschneidungen mit deinem Charakter. Umso größer dieses Geschwür wird, desto stärker entsteht das Phänomen, was ich Competitive Fashion nenne. Es geht nicht mehr darum, was zu einem passt und was einem gefällt, sondern was in Anführungszeichen das Beste ist. Fashion wird dann auf einmal zu einem Pay-to-Win-Format und aus Selbstausdruck wird Selbstdarstellung. Das war allerdings bezogen auf normale Trends. Dass der Boy hier in Full-Blowcore und sie hier in komplett Gorbcore rumlaufen, zeugt zwar nicht unbedingt gerade von kreativem Selbstausdruck, es sagt aber auch erstmal wenig bis gar nichts über deren Charakter,
deren Träume und deren Wünsche aus. Bei den Clean Girls wiederum, je nachdem wie tief man drin ist, sieht das ein bisschen anders aus. Da dehnt sich nämlich dieser Kreis noch weiter aus, bis der Trend Teile des Lifestyles schluckt und auch noch andere Charaktereigenschaften beeinflusst. Du siehst dann nicht nur so aus, wie es der Trend vorgibt, du passt auch dein Verhalten danach an. Aber ich finde es interessant, weil wir dann quasi eine Art Reverse-Subkultur haben, allerdings basierend auf einem Trend. Let me explain. Bei normalen Subkulturen finden sich ja Menschen mit ähnlichen Interessen, Idealen, Charaktereigenschaften und so weiter zusammen und kreieren dann eine Ästhetik, die die Gruppenidentität visualisiert und mit der Zugehörigkeit symbolisiert werden kann. Bei der Clean Girl-Ästhetik wiederum besteht erst das Interesse an den Konsumgütern und der Ästhetik und darauf aufbauend entsteht eine Community, die die Clean Girl-Identität dann festigen kann. Quasi Zugehörigkeit durch Konsum, aber als Trend. Und das ist dann doch ein ziemlich fragiles Fundament. Vor allem, wenn man bedenkt, dass neben dem hohen finanziellen Point of Entry der größte Faktor zum erfolgreichen Verkörpern der Clean Girl Ästhetik halt einfach die Genetik ist. Du siehst kaum Mädels, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Du siehst kaum Mädels, die nicht sehr schlank sind. Kaum welche ohne perfekte Haut. Und vor allem auch kaum welche mit einer anderen Hautfarbe als weiß. Ich zum Beispiel könnte literweise CeraVe durch meinen Stanley Cup sippen und hätte immer noch schlechte Haut. Und ich bin alt. Bei Teenagerhaut ist das sicherlich noch unrealistischer. Und meine wenig bezaubernde Schwester scheitert halt schon am Sleepback-Look, weil das ihre fragwürdige Hairline exposed. I want to kiss a man's receding hairline. You know, to take the hurt away. I want to heal them. Stop it for me. Aber die wirklich interessante Frage ist, was passiert mit dir, deinem Stil und den Teilen deiner angenommenen Persönlichkeit, wenn das Unvermeidliche passiert und der Clean Girl Trend irgendwann stirbt? Und das katapultiert uns mitten in die Kyla Shikes Thematik. Kyla Shikes ist kein Girls Girl. Ich find's generell komisch, wenn man andere Frauen dafür verurteilt, was sie tragen. Aber dass man ein 30-minütiges Video darüber macht, das ist crazy. Hat dich dein Ex-Freund für einen Clean Girl verlassen oder warum hatest du so? Können wir nicht einfach Leute tragen lassen, was sie wollen? It's giving jealousy. It's giving, du wärst eigentlich gerne so wie Clean Girls. Nach Kontroverse, Kyla Shikes nimmt Clean Girls Video offline. Warum ist es ein Trend geworden, Clean Girls zu haten? Warum macht dann eine erwachsene Frau ein 27-minütiges Video dazu, dass sie das so sehr aufregt, dass Mädels oder junge Frauen oder Frauen im Allgemeinen ein Clean Girl sind? Aber was hat die böse Kyla denn jetzt verbrochen, dass unter ihren TikTok-Videos jetzt ein Haufen passiv-aggressiver Kommentare stehen von aufgebrachten Clean Girl-Sympathisanten? Und noch kurz für die nicht chronisch online Menschen, die nicht jedes Petty-Drama im Internet mitbekommen. Das ist Kyla Shikes. Hallo? Deutsche Influencerin mit knapp 800.000 Followern sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Sie ist Schauspielerin, sie ist Model, sie ist Fast-Fashion-Mogul und sie hat den geballten Hass TikToks auf sich gezogen, als sie sich in einem 30-minütigen, mittlerweile gelöschten Video über Clean Girls lustig gemacht hat. Schauen wir mal rein und gucken, ob die Empörung gerechtfertigt ist. Meine Social Responsibility ist es, ein Trigger Warning zu geben, dass ich ein fucking Hater sein werde in diesem Video. Ich infiltriere heute in diesem Video die Clean Girl Welt. Seid ihr inspiriert? Hoodie, eine Jeans, Sneaker und Mantel. Wilde Inspo. Bild. Da wärt ihr bestimmt selber nicht drauf gekommen. 350.000 Likes. Yes, girl. Give us nothing. Die ganzen Clean Girls, die so Style-Videos und so Outfit-Videos machen. Style würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt, wenn du sagen würdest, ja, da ist meine Persönlichkeit drin, dann ist deine Persönlichkeit beige. No offense, aber gleichzeitig offense. Da fehlt einfach der Swag. Die trauen sich irgendwie nicht, Swag zu haben oder wollen die keinen Swag haben. Weil wisst ihr so, wo ist der Swag? Ich nehme alles zurück. Clean Girl sein erfordert sehr viel Persönlichkeit. Das ist das Vorher. Hi Leute, ich bin Kyla Shikes. Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Ich meine, ich verstehe, was die meinen, wenn die sagen, die sehen besser aus. Also, oh mein Gott, die kommen in meinen Kopf rein, die schaffen es. Die Clean Girls. Sehe einfach so brav aus. Digga, ich sehe einfach aus wie eine kirchliche Frau. Leute, ich sehe so bescheuert aus. Ja. Und ich habe Angst, dass ich zu sehr wie ein Hater rüberkomme, aber ich brauche ganz kurz Backup. Was der Punkt ist, da fehlt der Swag. Man sieht aus, als könnte man keine Witze mit mir machen. Das ist wirklich, ich sehe unspaßig aus. Danke für euer Feedback. Ich habe so gehofft, dass ihr nicht sagt, es sieht gut aus oder so. Also Leute, danke schön, dass ihr dabei wart bei meiner Clean Girl Transformation. Stay clean, stay safe und love yourself. Bye. War das jetzt konstruktiv? Nein. Als ob ich jetzt so aussehe und so fluche und sowas. So. Aber war das jetzt wirklich so wild? Naja, Kyla Shikes hat halt den klassischen Fehler gemacht, indem sie ihren subjektiven Modegeschmack mit denen der Clean Girls aufgewogen hat. Und das geht halt eigentlich fast immer in die Hose. Ich habe dazu schon mal ein ganzes Video gemacht. Kommt auf euch zu, gebt euch die Hand, Küsschen links, Küsschen rechts.
guckt euch tief in die Augen und dann macht 2-3 Minuten rum mit ein bisschen zu viel Zunge. Und wenn ihr das getan habt und dann auch immer noch das Bedürfnis habt, eure Kritik zu äußern, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich bitte euch, lasst diese Kritik konstruktiver ausfallen als du bist ein scheiß NPC mit der Begründung, ich finde dein Outfit kacke. Das ist langweilig und sorgt für so ein komisches, toxisches Umfeld, was wir gerade haben. Weil sind wir mal ganz ehrlich, die Szene, in der sich eine als Clean Girl verkleidete Kyla von ihren Freundinnen belächeln lässt, genau die hätte ein als Kyla verkleidetes Clean Girl mit ihren Freundinnen auch drehen können. Und es hätte den gleichen Impact, nämlich gar keinen. Und dass sie sich über dieses Outfit hier lustig macht, während sie das hier unter ihrem eigenen Namen verkauft, stärkt ihre Position jetzt auch nicht unbedingt. Und das erklärt auf jeden Fall die Kritik an ihrem Video. Was es meiner Meinung nach nicht erklärt, ist die Drastik und die Galle in der Kritik. Und das konnte ich mir auch nicht wirklich erklären. Gut, dass ich Zuschauer habe, die schlauer sind als ich. Mir hat nämlich Johanna, die ihre Bachelorarbeit zu dem Thema schreibt, einen theoretischen Ansatz zur möglichen Erklärung dieses Konflikts geschickt. Sie zitiert hier aus dem Buch Thinking Through Fashion von Agnes Rocamora. Schauen wir mal rein. In Distinction, Bourdieu uses the example of dress to capture the idea of the class structuring of taste and of the related practices of distinction. He writes, fashion is the latest fashion, the latest difference, an emblem of class. In all senses, withers once it loses its distinctive power. When the mini skirt reaches the mining villages of northern France, it's time to start all over again. Here Bourdieu's idea recalls that of simile, for whom trends emanate at the top of social hierarchy to then trickle down classes. In this model, known as the trickle-down theory, fashion is explained in terms of class distinctions and class emulation. Okay, Computerstimme war scheiße, ich lese euch das jetzt hier vor. In dem Moment, in dem Kyla, welcher ein Vorbild ist und quasi Trends setzt, beziehungsweise oben in der sozialen Ordnung steht, ein Trend, der zuvor als optische, aber auch soziale Verbesserung wahrgenommen wurde, Trash-talked, wird eben dieser Trickle-Down-Effekt eingeleitet, beziehungsweise der Trend verliert an Power. Die versprochene Individualisierung bzw. das Versprechen des besseren, optimierten Menschen, welcher durch diesen Modetrend symbolisiert wurde, wird nun als basic abgewertet und verliert damit seinen Zauber. Da man, zumindest von Kyla, nun weder als optimierte Version seiner selbst noch als Stilikone wahrgenommen wird, sondern halt nur als Teil der Masse. Durch diese von Kyla vorgenommene Homogenisierung zeigt der Clean Girl Trend dann, was er eigentlich ist. Optisch gesehen ein super basic und langweiliger Modetrend, der am Ende des Tages eben halt nichts über Persönlichkeit aussagt. Und das ist vermutlich ziemlich rough, wenn man das letzte halbe Jahr Mühe, Geld und einen Teil seiner Persönlichkeit da reingesteckt hat, clean zu sein. Okay, damit habe ich meinen Bildungsauftrag erfüllt. Und das würde auf jeden Fall erklären, warum die Reaktion auf Kylas ja wirklich nicht böse gemeinten Videos so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Ob das jetzt wirklich alles so deep ist oder ob wir hier gerade ein bisschen verkopfen, das checken wir gleich im Fazit. Aber jetzt wird erstmal was genäht. Okay, wir versuchen jetzt erstmal die Brücke zwischen Kyla und den sauberen Mädels wieder aufzubauen. Dafür habe ich ein weiteres Mal meine 150 Meter Baumwoll-Jersey-Rolle aus dem Keller gefischt. Die Idee, wir nehmen dieses Shikes-T-Shirt und texten es ein bisschen um und packen darunter dann noch, tut mir bitte nicht weh, ich habe ein bisschen Angst vor euch, weil das halt stimmt. Und ja, hab dann mein Schnittmuster auf meinen Stoff übertragen und den ganzen Bums zusammengeschnippelt. Hab dann die Schulter und die Seitennähte geschlossen, bis ich ein Leibchen hatte. Und dann habe ich da noch Ärmels reingenäht und das gute Stück mit einem Kragen vervollständigt. Nur um es dann, weil es so einen komischen Off-White-Ton hat, in die Tonne zu klatschen und es gegen ein cleaneres Shirt auszutauschen. Dann habe ich ein bisschen lichtsensitive Fotoimmersion in meine Rille laufen lassen, um das dann auf meinen Siebdruckrahmen zu schmieren. Und ja, habe dann mein Design auf so ein Transparent gedruckt und meinen beschichteten Rahmen damit beleuchtet. Musste dann nur noch den Bums unter der Dusche ausspülen und konnte dann meine Farbe da drauf klatschen, zweimal rüberrakeln und zack, fertig. Clean Girls Love Me Shirt. Und auch damit ab in die Tonne. Shirts mit Print passen nicht in die Ästhetik. Alright, Fazit. Obwohl das Thema abgefuckter ist, als ich gedacht hätte, liegt das Fazit eigentlich auf der Hand. Kyla Shikes, ihr Video, Clean Girl Ästhetik in ihren Einzelteilen, Clean Girl Ästhetik als Trend, Aber ja, Trends sind cool, Trends sind fun. Wenn ein Trend aber die Ästhetik verlassen möchte und sich in den Lifestyle einsneaken möchte, dann sollten die Alarmglocken auf jeden Fall läuten. Minimalistische Kleidung, Morgenroutinen, Pilates, alles top. Sich das allerdings als an Produkte geknüpften Lifestyle verkaufen zu lassen, ist quatschig. Generell ist die Verknüpfung von Ästhetik und Lifestyle mega willkürlich. Zum Beispiel die Cosplayerin von nebenan, die kann die Morning-Routine genauso machen, dafür braucht sie halt keine Slickback-Frisur und goldene Kreolen. Und gleichermaßen kannst du auch minimalistisches Make-up und Brandy Melville-Kleidung tragen, während dein Zimmer aussieht wie Arsch. Die Verknüpfung dient halt einfach nur dazu, Produkte an junge Mädels zu pushen, die denken, sie könnten damit genauso makellos schön sein und auch leben,
wie eben eine Hailey Bieber, die mit ihren Bro-Zeugs dieses Gefühl verkaufen möchte. Ich bin der Meinung, man sollte Trends generell nicht so ernst nehmen und sich, wenn man Bock drauf hat, nur punktuell an ihnen bedienen. Und dann kommt man auch nicht in die Situation, dass ein lustig gemeintes Video von Kyla Shikes die eigene Identität so angreift, dass man voll sauer wird. Aber gut, junge Menschen auf Identitätssuche gab es auch schon immer. Finden werden sie die halt nicht, indem sie von Trend zu Trend hoppen, weil Zugehörigkeit durch trendbasierten Konsum ist halt einfach zum Scheitern verurteilt und damit die Clean Girl Ästhetik irgendwo auch. Das war's mit dem Video und ein Like ist so das Mindeste, was du an dieser Stelle für mich tun könntest. Ein Abo wäre meiner Meinung nach auch drin, Instagram. Und die Frage für mehr Interaktionen und hoffentlich dadurch mehr Views lautet wie folgt. Was habe ich in der Kyla Shikes Kontroverse übersehen? Und wenn euch das nicht interessiert, welche Ästhetik sollten wir mit welchem Lifestyle zusammentun, um der Clean Girl Ästhetik Konkurrenz zu machen? Ich würde ganz gerne die Bodybuilder Community im Opium-Style sehen. Ein bisschen auf Undertaker-Style. Obwohl man da sagen muss, dass Roid Rage in so einem Moshpit wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich ist. Die müssen dann eigentlich auch eher Swifties sein. Und dann wäre es auch schon wieder cute eigentlich. Aber okay, im nächsten Video werde ich mich mit Incel Fashion Advice Videos auseinandersetzen. Und ja, wenn ich danach noch lebe, bin ich ein bisschen überrascht. Okay, tschüss!